Salam alaikum und alaikum salam liebe Freunde, ich bin Soeba Kyashi und das sind die Video Patch Notes vom 8.10.2024. Es wird sehr wild, interessant auf jeden Fall, deswegen gehen wir direkt mal durch. Also wir haben als allererstes hier die neue Klasse, beziehungsweise die neue Klassenspielweise, die Awakening von Dosa. Die wird heute released mit den 5 Elementen, ich glaube Licht, Feuer, Erde, Wasser, Licht, hatte ich Licht schon erwähnt. Naja, keine Ahnung, diese 5 Elemente halt, ne? Es gibt einen Clip dazu, den haben wir uns ja schon bereits angeguckt und dazu im Global Lab und in dem Dev Talk mehr. Und ansonsten, wenn ihr euch jetzt zwischen dem 8. Oktober und dem 31. Oktober einloggt, bekommen wir 100er, 120er und 150er Feldstacks. Ich glaube, wir bekommen das alles in einem Rutsch. Könnte sein, dass es aber vielleicht auch in Tagen aufgeteilt ist, also 3 Tage oder alles an einem Tag. Müssen wir abwarten. Ich denke, alles an einem Tag. Gut, dann gibt es das nächste Event. Und zwar, da geht es um Party Black Shrine, das ihr mit eurer Gruppe hoffentlich sowieso ohnehin wöchentlich abläuft. Denn hier gibt es jetzt nochmal Gratis-Loot für die Leute, die es machen. Wenn man zwischen dem 8. Oktober und dem 24. Oktober einen ganzen Full-Run hochlädt, gibt es erstmal das, was hier unten steht, gratis. Sekunde. Das hier. Das heißt, jedes Mitglied in der Gruppe bekommt 1 bis 6 von dem Alkohol aus dem Land des Morgenlichts und 1 bis 6 Aromawein des Drachenkönigs. Was ist das? Das sind meistens so 3 bis 10-stündige Buffs, die euch nochmal 30% Beuterate geben und eine Reihe Haufen anderer Stats, die man halt beim Grinden nutzen kann. Das ist mal für alle Teilnehmer dabei, ne? Also das heißt also, einfach nur ein Videoprogramm nebenbei mitlaufen lassen, während ihr euren Run macht. Das muss auch nur eine Person machen und dann könnt ihr das hier schon einfach abholen, ja? Es gibt dann darüber hinaus für die Leute, die noch ein bisschen schwitzen wollen, ein Punktesystem. Für jeden Boss gibt es hier diese Punkte und die Challenges stehen hier mit dran. Knabe in Blau macht, bekommt man extra 20 Punkte, wenn man das Gleichgewicht von Sonne und Mond beginnt, gestört zu werden, ab ohne dass die Kugel den Kreis verlässt. Also, dass man halt dieses Gleichgewicht spielt, immer in der Kugel drin haltet. Ne? Dann kriegt man 20 extra Punkte. Ich bin ja wirklich sehr gespannt, welche Mitarbeiter sich das alles von den ganzen Leuten angucken wollen, um die Punkte vernünftig vergeben zu können. Aber gönnt euch. Also, ne, PA, gönnt euch. Ja, wenn ich mal bei mir auf der Arbeit irgendeinen Praktikanten irgendwie mit Arbeit versorgen wollte, habe ich ihm auch gesagt, zähl mal bitte das Papier im Drucker, im Gemeinschaftsraum. Naja, gut, aber anyways, man kann auf jeden Fall das hier garantiert bekommen. Ihr müsst dann euren Run auch nochmal oben in einem bestimmten Format posten. Einmal auf YouTube öffentlich, dann nochmal im Forum von Black Desert selber. Das muss auch in einem bestimmten Format passieren. Am besten schaut ihr euch das, wenn euch das interessiert, unten in der Beschreibung an. Sämtliche Links findet ihr unten in dieser Videobeschreibung, wenn ihr unten auf mehr klickt. Gut, für die Leute, die dann halt jetzt für Punkte gehen, die können natürlich dann am Ende noch etwas Krasses gewinnen. Für und zwar das hier. Das hier, ne, ein Auswahlkiste Outfit des Morgenlichts, also ein Skin, ne, wenn ihr es schafft, wenn ihr die Person seid oder die Gruppe seid mit den höchsten Punkten, dann bekommt jedes Gruppenmitglied nochmal diesen Skin. Und wenn ihr das Ganze sogar als Awakening Dosa spielt, also jeder, der in der Gruppe als Awakening Dosa das macht, bekommt auch nochmal zusätzlich diese kleine Starthilfe dazu. Aber in meiner Gruppe wird es so sein, wer Dosa Awakening bei Release spielt, ohne dass wir ihn auf Kindheitskrankheiten testen konnten, der wird sowieso aus der Gruppe gekickt. Ne? Jane lasse ich mich nicht, auf jeden Fall nicht. Gut, also das hier für die, die mutig sind. Event Nummer 3 und das letzte Event, das ist nochmal ein Event zu der Awakening von, ich denke, von Dosa. Wir haben hier beim Einloggen, kriegen wir 3 Elemente, da das Himmel-Element, das Erde-Element, das Mensch-Element und diese können wir dann zu einem NPC bringen, der hier steht im Palast in Land of the Morning Light, in dem zweiten Gebiet. Wenn wir das dort dann abgeben, ne, da könnt ihr sicherlich auch O drücken, auf neue Quests gehen, da wird es sicherlich nochmal als Quest markiert, dann werdet ihr auch automatisch hingeführt. Wenn ihr das dann da kombiniert und das abgibt, bekommt ihr ein Buch, einen Folianten. Dieser Foliant hat 30% Beuterate, 10% Chance auf höheres Wissen, 50% Kampf-XP, 30% Talent-XP und das Ganze endet dann am 24. Oktober. Das heißt, das Buch könnt ihr dann so lange als Folianten nutzen. Ist heftig, denn wenn wir bedenken, wir haben noch bis zum 24. Oktober, glaube ich, auch noch ein 50% Drop-Event. Oder war es bis zum 17. Oktober? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall mitnehmen, weil 30% Beuterate. Eine ganz klare Sache. Und damit, meine lieben Damen und Herren, kommen wir schon zum Perlen-Update. Das schauen wir uns jetzt ebenfalls hier gemeinsam an, denn das hier sind die EU-Patches. Ne, und deswegen kann man das ganz gut hier analysieren. Das ist erstmal der neue Awakening Dosa Skin. Der kommt direkt mit einem fetten Angebot, 5110 Pearls, das ist 50 Euro, für einmal diese Dosa
exklusive Brille Himmelstiger, das ist ein Monokel. Ne, das ist das Ding, was ihr da oben seht an seinem Auge. Dann haben wir einmal das Kostüm Himmelstiger, was ihr gerade bei ihm gesehen habt. Und ihr könnt euch noch ein weiteres Kostüm für Dosa aussuchen, hier. Und das dann auch wiederum natürlich verschonnen, wenn ihr es nicht mögt. Ihr bekommt dann noch zusätzlich, wenn ihr eins von diesen Sachen nicht, also eins ausgewählt habt, bekommt ihr dann noch zusätzlich einen 10% Rabattgutschein und 20 Loot Scrolls. Also wer Loot Scroll Armut hat und sowieso Dosa Awakening spielen will und den Dosa Skin feiert, auf jeden Fall. Aber ansonsten, für Loot Scrolls selber gibt es ein besseres Angebot, das schauen wir uns weiter unten an. Aber das hier ist nochmal so ein kleiner Obolus, ein kleiner Schmackofatz, den man oben nochmal mit einsacken kann. Gut, den Skin kann man natürlich auch regulär kaufen für den gesamten Preis mit sogar Brille, also mit dem Monokel. Dann haben wir hier nochmal prachtvoller Schudat, dann schwarzer Schudat. Prachtvoller kann man ja das färben, schwarzer Schudat nicht. Dafür hat schwarzer Schudat nochmal diesen schwarzen Schleier um sich, also dieses Rauch-Nebel-Effekt-Ding. Dann gibt es für Dosa Kibeleus-Kostüm, Wüstentarnung, Trant-Tarnung. Dann, wer die Skins braucht auf den Dosa, dann gerne, dann versteckt euren Namen quasi. Und jetzt gehen wir mal über die nicht-Skin-bezogenen Items im Perlan heute. Wir haben einmal eine neue Gamba-Kiste für Halloween. Ne? Aus dieser Gamba-Kiste bekommen wir garantiert das, was hier links steht, also das hier, ne? Eine gewisse Auswahl an dem hier. Ne? Wir bekommen alles von dem. Hier 1 bis 3. Das sind also 300 Cronstones, 5 Loot Scrolls, 1 bis 3 T9 Mods, beziehungsweise 1 bis 9, beziehungsweise 3 bis 9 T9 Mods und ein 50er Stack. Und zusätzlich können wir dann darüber hinaus noch mit einer gewissen Chance das alles droppen, was hier unten steht. Ne? Mit einer Wahrscheinlichkeit erhältliche Gegenstände. Joa, also, das Ding kostet regulär 1000 Pearls, finde ich ein bisschen teuer, aber es gibt auch nochmal hier einmalig so ein Angebot, ne? Wir haben hier einmalig bei Schritt 1 für 50%, also für 5 Euro, auch diese Kiste. Und wenn man Schritt 1 gekauft hat, hat man auch Zugang zu Schritt 2. Da gibt es nämlich dann nochmal für 4500 statt 5000 Perlen 5 von den Kisten, ne? Die würden ja normalerweise 5000 kosten, also das heißt, da kriegst du bei einem dann 4 regulärer Preis, der 5. ist dann quasi der halber Preis. Und wenn du Schritt 2 gekauft hast, kannst du Schritt 3 kaufen. Noch mehr Massenrabatt. Und wenn du Schritt 3 gekauft hast, kannst du Schritt 4 kaufen. Und diese Kiste haben wir schon vorher in den Shakato-Kisten gesehen. Da sind auch nochmal ganz viele Belohnungen drin. Also schaut euch das nochmal in Ruhe an. Aber ich persönlich würde mir allerhöchstens die erste Kiste hier holen. Ne, 500 Pearls, 5 Euro. Ist okay, kann man einmal gambern. Gewonnen, verloren, egal. Den Rest würde ich einfach skippen. Gut, jetzt kommen wir zu den Loot Scroll Angeboten, also zuallererst Vorteilspaket. Wir bekommen hier, wenn wir 30 Tage für regulär 1500 Pearls kaufen, nochmal 15 Tage extra. Ne, wer jetzt schon in den letzten Angeboten bei 90 plus 90 reingelangt hat, braucht das jetzt hier nicht holen. Das beste Angebot ist natürlich, wenn man hier ca. 40% hat. Das hier sind nicht 40%, das sind weniger als 40%. Deswegen geht lieber erst für die Black Friday Angebote. Da werden sicherlich wieder 40, vielleicht sogar 50% Angebote kommen auf Vorteilspakete. Dann aber das hier für Loot Scrolls. Ne, nicht das hier, das ist ein Cron Angebot. Scam weg. Dann das hier sind 13,3 Periode Pearls pro Artisan. Gab es schon bessere Angebote mit 12 Pearls pro Artisan weg. Und dann kommen wir jetzt zu den Loot Scroll Angeboten. 1250 Pearls, das sind ca. 10er. Du bekommst 15 Tage Kammer Silfbaum plus 7 Tage das oder das. Und 15 Loot Scrolls. Das gleiche kannst du auch nochmal machen umgekehrt mit dem geheimen Buch des Altmonds. 15 Tage plus 7 Tage das oder das. Plus 15 Loot Scrolls kann man dreimal insgesamt kaufen, jeweils also 6 Mal, wer unbedingt Loot Scrolls braucht, ne, der gönnt sich da jetzt einmal fett rein. Aber ja, gut, Inventarplätze wie immer Schmutz, holt euch lieber Items, die Charakter ungebunden sind. Dann haben wir nochmal ein Angebot zu Cronstones, weg damit. Wir haben hier nochmal Talentanpassung, weg damit. Wir haben hier nochmal Aliens, weg damit. Wir haben hier nochmal Naders Pergament. Geil, wollen wir haben, 20%. Insgesamt kannst du dir das Ganze nur einmal in diesem Zeitraum kaufen, aber insgesamt kannst du ja von Nellys Pergament 14 freischalten, also 14 kaufen. 2 kriegst du umsonst, 1 durch Loyalität, 1 durch die Quest, wenn man es macht, ne? Unter Schwarzgeist vorgeschlagene Quests. Aber jeden anderen muss man kaufen. Und 20% ist das beste Angebot. Günstiger waren sie noch nie bisher, es sei denn, ihr habt noch einen Coupon benutzt, den ihr noch temporär hattet, aber ansonsten Natives sind die nicht günstiger. Gut, und dann gibt es noch eine Reihe an günstigen Halloween-Kostümen, ne, 20% rabattiert. Diese ganzen Kostüme kommen immer wieder jedes Jahr zurück, auch der hier, ne, unser Zwiebelkostüm aus Dark Souls. Aber ja, auch ein paar Pferde-Halloween-Skins. Wer mag, der geht rein, wer nicht, auch nicht so schlimm. Kommen wir jetzt nochmal ganz schnell zum
Patch selber, also was ist neu heute in BDO, was kam heute aus dem Global Lab alles rein. Wir haben erstmal Dosa Awakening, ja, das Video kennt ihr, habt ihr gesehen, sonst checkt nochmal gerne meinen YouTube-Kanal ab für Global Lab. Da stelle ich den ganzen Clip auch nochmal vor, das ganze Video. Dann haben wir wieder die Rückabarbeitung von der 70-30-Regelung, ne? 70% die Hand, die du spielst, 30% von der Hand, die du nicht spielst. Vorher war es ja 100% auf Succession, aber jetzt, wo die Awakening rauskommt, muss man das halt wieder umbinden. Dann gibt es für Arena of Solaire, die gibt es aktuell nicht, aber wenn die wieder kommt, gibt es eine Stat-Anpassung. Vorher haben nur 50% der Stats gewirkt, jetzt wirken 100% der Stats, soll dadurch das Ganze flexibler, individueller machen. Keine Ahnung davon, PvP. Ne, ihr wisst, Leute, ich bin der PvE-Main, aber wenn ihr damit was anfangen könnt, dann freut es mich natürlich. Ne, increase the application of characters AP, Damage Reduction, Accuracy and Evasion from 50 zu 100%. Schön. Dann gibt es noch ein paar Item-Changes. Wir haben jetzt ein paar upgradete Kristalle. Wir haben jetzt nicht mehr diese normalen Han-Makalotes und Han-Hooms, sondern wir haben jetzt Ultimate-Makalotes, Ultimate-Hooms in Arena of Solaire. Und wir haben da nicht mehr Rüstungen von Ted, sondern jetzt von Pen. Dadurch steigt natürlich die Tankiness mehr in Arena of Solaire und macht es hoffentlich ein bisschen balanceder. Aber ja. Dann, liebe Leute, das wird den einen oder anderen freuen, den einen oder anderen, der richtig schaut, verärgern. Kadri Dekia Lantern Stufe 1 wird released heute. Und jetzt denkt ihr alle, boah, neuer geiler Spot, geil, Digga, Kadri, habe ich damals schon 2018 abgegrindet. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, was kann man da droppen? Lass mal gucken. Ist ein 710 AP, 710 Gearscore Spot, 310 AP, 400 DP. Wir haben hier Main Loot, Deborika Ringe und Tokens. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, Leute. Stimmt, Halbmondwächter hatte den gesamten selben Loot Table. 1 zu 1 Crescent. 1 zu 1. No matter what, gleiche AP, gleiche DP, gleicher Main Loot. Es ist Crescent 2.0. Es fehlt nur noch, dass er vielleicht noch aggressiv-effizient ist und dann wäre es halt wirklich perfekt. Ne? Also einfach Copy-Paste, Copy-Pasta. Aber mal gucken, ich habe mir das auf Global Lab nicht angeguckt, deswegen müssen wir mal gucken, ob das noch aggressiv-effizient ist. Wenn es aggressiv-effizient ist, dann 1 zu 1. Dann könnt ihr aussuchen, ob ihr Crescent geht zukünftig oder ob ihr Katris geht. Jo, dann haben wir ein paar neue, super interessante Quests. 149 New General Quests to the following region, Land of Morning Light. Ne? Viele Leute haben nach mehr Quests gefragt und deswegen gibt es jetzt 149 spannende neue Quests in Land of the Morning Light, Leute. Gönnt sie euch. Viel Spaß damit. Gut, dann haben wir das letzte interessante Ding und zwar das auch das letzte in dem ganzen Patch. Das hier ist jetzt das neue Gefängnis, der neue Gulag, okay? Also es wird demnächst, ich weiß noch nicht wann, aber demnächst wird es Hardcore-Server in BDO geben und Leute, die dann quasi in diesen Hardcore-Servern sterben, die kommen dann in den Gulag. Den nennen wir jetzt mal Gulag, denn der heißt eigentlich Arena of the Dead, aber ich finde, das ist der passende Ausdruck ist dafür eher der Gulag. Und da kämpft man dann als tote Person, um daraus wieder rauszukommen. Irgendwie sowas. Das Ganze wird jetzt schon hinzugefügt und das befindet sich dann zwischen Muikun und Pilaku, ne, ganz weit unten rechts in der Wüste. Zwischen Muikun, der Stadt, wo man nur als Redcamera-Player eigentlich früher interagieren konnte, und jetzt Pilaku. Und da kann man aber noch nicht rein. Ihr könnt da noch nicht rein. Ne? Also, but it is not accessible. Das kommt noch erst mit dem Gulag zusammen, wenn das released wird, der Content mit den Hardcore-Servern, aber stand jetzt noch nicht dabei. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Follow da und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv/Wakayashi. Viel Spaß im Video.